ich bin's wieder, euer Sergio und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wo ist meine Mütze hin? Egal, heute geht es um ein ganz besonderes Thema, denn heute startet die Welt EU3. Dementsprechend muss ich das ja auch fachmännisch ankündigen. Und zwar am selben Tag, 4 Stunden vorher, aufnehmen und euch zeigen. Denn ich werde auch auf EU3 spielen und habe mir gedacht, ich werde einen Krieger erstellen und dort eine entspannte Gilde gründen. Aber Sergio, warum denn ein Krieger? Nun Kinder, das kann ich euch erzählen. Denn wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja vor einigen Tagen oder Wochen oder Monaten ein Video gemacht zu EU2, wo ich gesagt habe, dass ich die Gilde der Schlammmagier gründe. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch schon einige Zeit her und ich kann euch den Account ja mal ein bisschen zeigen und sagen, was mein Plan für EU3 ist. Das ist mein wunderschöner Super-Duper-Mega-Account, der mittlerweile 232 ist. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz darauf, weil ich war recht aktiv jetzt die ganze Zeit. Ich muss gestehen, dass sich die Gilde der Schlammmagier auch richtig gut gehalten hat. Ich meine, wir haben unseren eigenen Marksman auf Wish bestellt, falls ihr den nicht kennt. Das ist der Scheich Marksman. Der Milliardär ist, soweit ich weiß, und echt ganz schön viel Geld in das Spiel gepumpt hat. So einen Mann haben wir natürlich auch. Nur halt ein bisschen auf Wish bestellt. Illyrian, ich liebe dich. Ja, und weil das halt so gut geklappt hat und ich halt auch super viel Spaß in meinem Magier habe, ich habe ja mittlerweile auch echt ganz schön gut durchgeknallt. Ich muss einfach gestehen, das macht mir ultra Spaß, die alten Klassen zu spielen. Und weil ich die alten Klassen halt einfach spielen möchte, habe ich mich entschieden, auf den nächsten 3 Servern, beziehungsweise ja jetzt nur noch 2, die alten Klassen alle einmal richtig hoch zu spielen. Angefangen mit dem Magier fehlen natürlich nur noch Kundi und Krieger. Das ist quasi, wenn man so will, das magische Dreieck. Zudem sind wir ja mittlerweile Level 232 und wisst ihr, wer nicht Level 232 ist? Mein lieber und werter Freund Dorsa. Und wisst ihr, was das heißt? Nächste Woche kommt ein wunderschönes Video, wie ich ihm richtig auf die Fresse gebe. Ich kann euch ja mal zeigen, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Wenn ihr genauso wie ich auf EU2 bald Dorsa bashen werdet, könnt ihr natürlich auf EU3 auch ein bisschen reinknallen, indem ihr meinen Code benutzt. Mit dem Code, den ihr hier seht, bekommt ihr natürlich wieder einen Lebenstrank, ein Reittier und 100 Lucky Coins. Das geht aber nur bis Level 20. Danach funktioniert der Code nämlich nicht mehr. Der Code steht aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bin natürlich richtig gehypt auf EU3 und wenn ihr meiner Gilde beitreten wollt oder gerne mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich ja gerne auf meinem Kanal abonnieren. Oder, Jungs, ihr schaut heute einfach mal auf Twitch vorbei. Denn dort bin ich heute wieder live um 20 Uhr. Und außerdem werde ich vorher nochmal den Gildennamen reinschreiben von meiner neuen Gilde für EU3, damit ihr dann auch Bescheid wisst. Und Kuss geht raus an Gorgos, der da auch mit bei ist. Link zu dem netten Mann in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch halt, wie gesagt, einfach ein Like da. Ich fange schon an, mich zu wiederholen. Scheiß einfach drauf. Ich hoffe, ich konnte etwas Kreativität reinbringen. Kuss.